Hallo meine Freunde, was geht ab? Mein Name ist Washbar und in diesem Video möchte ich euch eine geheime Waffe zeigen, die den wenigsten Spielern bekannt ist. Für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, lasst mir doch gerne ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und aktiviert die Glocke, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Fangen wir aber direkt an. Um welche Waffe handelt es sich eigentlich? Es geht um die CR56 AMX. Ich weiß, jetzt werden die ersten Leute sagen, okay, die Waffe ist neu, kam als DLC-Waffe dazu, aber ist trotzdem nicht irgendwie geheim. Ja, das Ganze ist mir bewusst, weswegen ich euch eine Variante zeigen werde, die ihr bis jetzt sehr selten gesehen habt. Und zwar handelt es sich um einen Nachbau der Waffe Galil Ace DMR. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine automatische Sniper, die wir uns heute bauen werden. Um das Ganze auch noch im Einsatz zu sehen, könnt ihr gerne dranbleiben und euch einige Clips zu der Waffe angucken. Entsprechend könnt ihr auch entscheiden, ob die Waffe was für euch ist, wie der Rückstoß ist und sich das allgemeine Spielverhalten anfühlt. Folgendermaßen sieht die Waffe aus. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Nachbau. Wie erstellt ihr euch diese Waffe selber? Folgt dafür einfach Schritt für Schritt der Anleitung und genießt im Anschluss die Clips. Als allererstes brauchen wir den XRK Zodiac S440 Lauf, der für eine effektive Reichweite, eine erhöhte Kugelschnelligkeit und eine gute Rückstoßkontrolle sorgt. Als zweites kommt der Kommando-Vordergriff, der den Rückstoß stabilisiert und auch für eine erhöhte Zielstabilität sorgt. Der mit Abstand wichtigste Ausrüstungsgegenstand ist das Magazin. Und zwar geht ihr auf das 10-Schuss-Magazin, was eure Waffe halbautomatisch macht. Der Schaden wird dadurch erhöht, das Bewegungstempo ebenso, genauso wie die Kugelschnelligkeit. Anschließend kommt das Visier eurer Wahl. Ich spiele immer ganz gerne das VLK 3er Visier oder das PBX Holo 7 Sichtvisier. Zu guter Letzt rüstet noch den Schaft XRK Torwächter aus. Da ich die Waffe primär im Multiplayer gespielt habe, ist hier jetzt kein Monolith-Schalldämpfer drauf. Das war's soweit zur Waffe. Schaut euch gerne mal Vergleichsbilder bei Google an. Wie gesagt, es handelt sich um die Galil Ace DMR und viel Spaß beim Austesten.